Einen wunderschönen guten Abend und Glück auf in einer neuen Woche mit Mekional, Ihrem Nachrichtenmagazin mit den neuesten Informationen aus unserer und für unsere Region. Ja, auch wenn es die Temperaturen gerade nicht wirklich vermuten lassen, noch ist, zumindest kalendarisch gesehen, Sommer. Zum Mittwoch gibt es allerdings den Jahreszeitenwechsel hin zum Herbst. An diesem Tag steht die Sonne genau senkrecht über dem Äquator, was für uns heißt, dass der Tag genauso lang sein wird wie die Nacht. Was das allerdings genau für unser Wetter hier bedeutet, das wollen wir uns am Ende der Sendung einmal genauer anschauen. Außerdem ist heute der Weltkindertag. Das ist zwar nur in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag, wichtig ist er aber überall. Passend zur Bundestagswahl in diesem Jahr steht der Kindertag unter dem Motto Kinderrechte jetzt. Das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland unterstreichen damit, dass es dringend an der Zeit ist, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern und damit die Weichen für ein kinderfreundlicheres Deutschland zu stellen. Ja, und passend zum Kindertag muss es nicht immer materielle Geschenke geben. Manchmal tut es auch ein Ausflug oder eine kleine Wanderung. Gerade hier im Erzgebirge gibt es ja genug Angebote und Wanderwege. Gerade zu empfehlen ist übrigens eine Wanderung um Neuhausen rum. Denn da gibt es einen Treffpunkt, an dem sich mehrere Wanderwege treffen. Und dort gibt es jetzt eine neue Bank, die gesponsert wurde, und zwar die Biermannbank. Johannes Richter, der war mal vor Ort und hat sich diese mal genauer angeschaut. Am vergangenen Samstag wurde in Neuhausen eine neue überdachte Sitzgruppe mit dem Namen Freiberger Biermannkreuzung offiziell eingeweiht. Geführt vom ehemaligen Bürgermeister der Stadt Neuhausen, Peter Hausstein, machten sich einige Wanderfreunde auf den Weg zur Biermannkreuzung. Ich habe heute die Wandergruppe geführt, eine, die die längere Strecke hatte, über den Goldhiebel bis hierher, also ungefähr 3 Stunden. Es waren 12,5 Kilometer, das hat uns unsere älteste Mitläuferin eingebrockt, in Anführungsstriche. Wir wollten 9 laufen, aber sie mit 83 Jahren hat gesagt, jetzt laufen wir die große Runde. Die Übergabe erfolgte dann bei strömenden Regen. Hier sind, dass Sie alle hier sind, dass wir heute unsere erste Kammweg-Raststätte auch hier einweihen dürfen. Der Platz hier ist ja ganz bewusst gewählt. Biermannkreuzung sagt man hier in der Gegend zu dieser Kreuzung der E3, also der europäische Fernwanderweg. Der Kammweg und natürlich auch unser neues Produkt, die Blockline, führen hier lang, unser Bike-Produkt, sodass es eben auch eine sehr stark frequentierte Kreuzung ist und damit hoffentlich auch viel Freude einfach bereiten wird. Der Kammweg ist ja für uns als Tourismusverband ein Qualitätswanderweg, den wir jetzt bereits zum 3. Mal requalifizieren konnten. Mittelfristig wollen wir natürlich auch uns den europäischen Kriterien stellen und da brauchen wir natürlich eine entsprechende Infrastruktur und eine gewisse Inszenierung auch, und das ist eben heute hier der erste Schritt in diese Richtung, dass wir auch im europäischen Vergleich natürlich uns gut platzieren können. Meine lieben Gäste, Erlebnis Welterzgebirge, Heimat fühlen, Urlaub genießen, Offenheit, Herzlichkeit, Bodenständigkeit, Brautradition trifft Welterbe, regionale Verbundenheit. Meine lieben Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben alle diese Worte oder diese Slogans schon einmal gehört oder gelesen. Für viele Menschen hier in unserer Region sind es keine leeren Worte, sondern einfach eine Lebensphilosophie. Glauben Sie mir, ich weiß, von was ich spreche. Und viele dieser Personen sind ja heute mit hierher gekommen, um den Rastplatz mit der überdachten Sitzgruppe hier an der Biermannkreuzung einzuweihen. Hier kreuzt sich, wie schon gesagt, der Kammweg, der europäische Fernwanderweg E3 und die Blockline als neues touristisches Highlight. Also genau der richtige Standort für eine kleine, gemütliche, überdachte Sitzgruppe, die zum Rasten, Erholen und Genießen einlädt.
Ja, genießen. Ein herzliches Dankeschön an das Freiberger Brauhaus, die nicht nur ein köstliches Bier herstellen, sondern auch dieses touristische Highlight subventioniert und geliefert haben. Vielen lieben Dank dafür. Ein herzliches Dankeschön an die Familie Preußler und an den Agrarhof Schwartenberg, die das Grundstück hier zur Verfügung gestellten, um diesen neuen Lichtpunkt in unserer Gemeinde zu etablieren. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, naja, da ist im Vorfeld bestimmt was geflossen. Aber nein, dieses Stück wurde uns kostenlos, einfach und unbürokratisch zur Verfügung gestellt. Das, meine Damen und Herren, nenne ich Heimatliebe, Verbundenheit und Patriotismus. Meinen herzlichen Dank dafür. Ich wünsche allen Wander- und Fahrradbegeisterten Bürgern von Neuhausen und Umgebung, aber auch vor allem unseren Gästen, eine sehr schöne Zeit bei uns im Erzgebirge. Gute und vor allem intensive Erholung vom Alltagsstress. Genießen Sie die gemeinsamen Stunden an der frischen Luft und an unserer wunderschönen Natur. Erquicken Sie sich an unseren regionalen Köstlichkeiten. Glauben Sie mir, da weiß ich auch, von was ich rede. Und empfehlen Sie uns weiter. Vor allem bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank und ein herzliches Glück auf. Ja, ich würde jetzt ja zum historischen Schnitt bitten. Und zwar darf ich die Nussknackerprinzessin dazu einladen. Am Mittwoch ist also Herbstanfang und der ist nicht nur bekannt für seine hübschen bunten Blätter, sondern auch für Pilze. Wer gerne in die Schwamme gehen will, muss sich aber auskennen. Genau da hilft jetzt das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie aus. Die haben nämlich einen Pilzatlas herausgegeben. Was da drin steht und wo er zu finden ist, das schauen wir uns jetzt an in unserem Serviceblog. Außerdem gibt es neue Polizeimeldungen und natürlich das Wetter. Eine neue Pressemitteilung des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie vom vergangenen Freitag verrät, in Sachsen gibt es 3.682 Ständerpilzarten. Gelistet und beschrieben werden sie in dem neuen Atlas Pilze in Sachsen, der am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde. Der zweibändige Atlas gibt Einblicke in die Formen- und Farbenvielfalt der Ständerpilzarten und enthält Verbreitungskarten sowie Angaben zur Ökologie der sächsischen Pilzflora. Zu allen Arten sind Diagramme zur Fundzahl je Monat und Angaben zur Häufigkeit, Verbreitung und Gefährdung aufgeführt. Informiert wird auch über Erstfunde, auffällige Merkmale, Speisewert und ganz wichtig, Verwechslungsmöglichkeiten. Um die Identifikation zu vereinfachen, enthält der insgesamt 1720 Seiten umfassende Pilzatlas mehr als 900 Bilder. Ständerpilze bilden übrigens die wichtigste Artengruppe im Reich der Pilze. Neben beliebten Speisepilzen wie den Steinpilzarten oder dem Machronenröhrling sind gefürchtete Giftpilze wie der grüne und weiße Knollenblätterpilz darunter. Es gibt in Sachsen Giganten wie den Riesenbovist, dessen Fruchtkörper mehrere Kilogramm wiegen kann, oder den Riesenschirmling mit einem Hutdurchmesser von bis über 30 Zentimetern. Aber es gibt auch winzige Arten wie den gemeinen Heftelnabeling, der sein oranges, oft nur etwa einen Millimeter breites Hütchen aus dem Moos emporreckt. Einige Pilzarten wie der Buchenstachelbart gelten als Urwaldrelikte. Sie sind nur in Urwäldern oder in naturnahen Wäldern mit sehr alten Bäumen zu finden. Eine besondere Rarität ist der vom Aussterben bedrohte Tannenstachelbart, der in Sachsen nur noch an einer einzigen alten Tanne im Nationalpark Sächsische Schweiz zu finden ist. Der Pilzatlas basiert auf über 30 Jahren überwiegend ehrenamtlicher Forschungs- und Kartierungsarbeit der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Mykologen. Er kann gegen eine Schutzgebühr von 65 Euro über den zentralen Broschürenversand des Freistaates Sachsen bestellt werden, und zwar über die Internetadresse www.publikationen.sachsen.de. Also sind Sie jetzt bestens vorbereitet für den Ausflug in die Schwamme. Passen Sie aber vor allem hier in der Region auf, dass Sie nicht in militärisches Sperrgebiet kommen. Und wir machen jetzt weiter mit dem Polizeibericht. Dort beschäftigt uns heute ein tragischer Verkehrsunfall.
Groß-Olbersdorf. 5 Schwerverletzte bei Frontalkollision. Die B174 aus Richtung Zschopau in Richtung Marienberg befuhr am Nachmittag des 16. September um 15.55 Uhr ein 27-Jähriger mit einem Mercedes-Transporter der Bundeswehr. Auf Höhe Halfterhäuser kam der junge Mann mit dem Mercedes aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw Seat. Sowohl der 27-jährige Transporterfahrer, der 34-jährige Seat-Fahrer und 3 weitere Insassen im Seat, eine 33-jährige Frau und 2 Kinder mit 9 und 5 Jahren, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Alle 5 Personen kamen nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte in Krankenhäuser. Der unfallbedingte Sachschaden beläuft sich in Summe auf mindestens 25.000 Euro. Die B174 war bis gegen 20.15 Uhr voll gesperrt. Am 18. September verstarb die 33-jährige Beifahrerin des beteiligten Pkw Seat in einem Krankenhaus. Sie hatte schwerste Verletzungen bei der Frontalkollision mit dem Mercedes-Transporter erlitten. Reitzenhain. 2 Personen nach Kontrollen in JVA eingeliefert. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am 16. September gegen 16.50 Uhr in der Ortslage Reitzenhain ein aus Tschechien kommendes Fahrzeug. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen einen Insassen, einem 35-jährigen Bulgaren, 2 offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin vorlagen. Er war wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Erschleichen von Leistungen vom Amtsgericht Tiergarten zu Geldstrafen von insgesamt 2.100 Euro bzw. 85 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Da er die offene Geldstrafe vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er in die JVA Zwickau eingeliefert. Nur kurze Zeit später, am 17. September um 0.10 Uhr, wurde bei einer Fahrzeugkontrolle aus Richtung Tschechien ein 39-jähriger Rumäne festgestellt, gegen den ebenfalls ein offener Haftbefehl vorlag. Er war vom Amtsgericht Marienberg wegen Einschleusens von Ausländern zu einer Geldstrafe von 1.260 Euro bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von 119 Tagen verurteilt worden. Da auch er die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er ebenso in die JVA Zwickau eingeliefert. Ja, so viel zu den Polizeimeldungen und wir kommen jetzt noch zum Wetter. Am Anfang der Sendung habe ich ja schon angesprochen, dass am Mittwoch der kalendarische Herbst beginnt und die Sonne damit senkrecht über dem Äquator steht. Ob das jetzt für uns relevant ist, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an und zwar im Wetterstudio. Das Wetter für die kommenden Tage wird genau wie man es vom Herbst erwartet. Allerdings können wir uns in dieser Nacht und morgen noch über das Hoch Jenny freuen. In der Nacht begleitet uns eine löchrige Wolkendecke, durch die ab und zu die Sterne und der zunehmende Mond hindurch funkeln. Die Regenwahrscheinlichkeit steht dabei bei einer glatten Null. Allerdings bewegen sich auch die Temperaturen nicht wirklich weit darüber. In Marienberg wird es in der Nacht mit Werten von gerade einmal 4 bis 5 Grad recht kühl werden. In Olbernhau schafft es das Thermometer von 5 auf bis zu 6 Grad und in Zschopau kommt es sogar von 5 auf bis zu 7 Grad. Dort kann es aber auch zu Nebel kommen. Der Wind weht dabei schwach aus Richtung Süden. Morgen bleibt es dann wolkig in unserem Sendegebiet. Die Sonne bekommt aber ab und zu auch mal die Chance, sich zu zeigen. Zum Abend hin sollten Sie aber lieber einen Regenschirm einpacken, denn dann zieht sich die Wolkendecke über unserem Sendegebiet zusammen und es kann örtlich zu leichten Regenschauern kommen. Die Temperaturen im Gebirge am Tourismuszentrum zeigen zwischen 5 bis zu 10 Grad. In Neuhausen am Schloss Porschenstein sieht es da ganz ähnlich aus. Dort kommt die Temperaturanzeige von 5 auf bis zu 12 Grad. Und in Hohndorf am Haus der Begegnung können sogar Werte von 6 bis zu 13 Grad erreicht werden. Regen kann tagsüber immer wieder aufkommen, bildet allerdings die Ausnahme. Der Wind weht seicht aus Richtung Nordwest.
Schuld an dem Wetterwechsel ist das Tief Sven, das ab Mittwoch die Regie übernimmt. Und das bringt vor allem graue Regentage, wie der Blick auf die kommenden Tage verrät. Am Mittwoch ist es nämlich bedeckt und die Regenwahrscheinlichkeit steht bei 90%. Wer draußen unterwegs ist, sollte sich aber dennoch gut überlegen, ob er den Regenschirm einpackt, denn bei Böen mit bis zu 43 km/h aus Nordwesten kann es durchaus sein, dass dieser den Einsatz nicht so gut übersteht. Die Temperaturen halten sich bei 10 bis 13 Grad. Besserung verspricht allerdings der Mittwochabend. Da ziehen die Wolken nämlich auf und der Wind legt sich langsam. Und das setzt sich auch am Donnerstag fort. Dieser wird bewölkt sein, allerdings wird sich die Sonne vereinzelt zeigen. Die Temperaturen reichen von 6 Grad in der Nacht bis zu 18 Grad am Tag. Ja, wer da ganz mutig ist, der kann auch gerne den Drachen rausholen, sollte aber aufpassen, dass der sich nicht losreißt, denn der Wind kommt mit bis zu 42 km/h aus Richtung Südwest. Ja, und das war's jetzt erstmal aus dem Regionalwetterstudio zu den kommenden Tagen. Mehr gibt es dann morgen wieder an gleicher Stelle. Bei den Temperaturen können wir so langsam die dicken Jacken wieder herausholen und das können Sie jetzt ganz entspannt tun, denn wir sind nun am Ende von Mekional für heute angelangt. Wenn Sie eben erst eingeschaltet haben oder die Sendung gerne noch einmal nachschauen wollen, dann können Sie das gerne online tun und zwar auf unserer Internetseite unter www.mef-line.de oder auf glückauf.tv. Dort finden Sie unsere Mediathek und auch mehr Informationen. Für heute bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder zur selben Zeit. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin einen ruhigen Abend und bis morgen.